Warum lebst du noch nicht deinen Traum? Das Leben ist kurz, du musst dich anstrengen, hat einmal ein Mentor zu mir gesagt. Und er hatte sowas von Recht damit. Denn wenn man sich Statistiken ansieht, was Menschen am meisten auf dem Sterbebett bereuen, also wirklich dann, wenn sie merken, oh mein Gott, scheiße, jetzt ist es gleich vorbei, dann gibt es eine Sache, die immer direkt vorsticht, und das ist, dass sie sich nicht getraut haben, ihre Träume zu leben, sondern dass sie sich konformiert haben und immer den Erwartungen anderer Menschen gerecht zu werden, also immer versucht haben, den Erwartungen anderer Menschen gerecht zu werden und dabei ihre Träume über Bord geworfen haben. Wenn du immer nur das machst, was die anderen von dir erwarten, und das machen wir Menschen, dazu sind wir erzogen worden, ich erzähle dir gleich warum, wirst du niemals glücklich werden. Der entscheidende Faktor ist, es beginnt immer mit dem Warum. Warum tun wir die Dinge, die wir tun? Warum sitzt du gerade im Office, hast keinen Bock auf deine Arbeit und schaust dieses Video? Warum lebst du noch nicht deine Träume? Ich gebe dir die Antwort vorweg. Die Gewohnheit ist der stärkste Klebstoff der Welt. Das bedeutet, lieber bekanntes Unglück als unbekanntes Glück. Man muss Risiken auf sich nehmen, da haben die Leute Angst. Und weil sie Angst haben, tun sie lieber das, was sie schon kennen. Aber es geht hier darum, und das ist eine Frage, die mich so fasziniert ist, warum trauen sich die Menschen nicht? Was hält die Menschen davon ab? Denn das Schlimmste, was du machen kannst, ist dein Leben lang Dinge zu tun, auf die du eigentlich keine Lust hast. Deswegen fang mit dem Warum an. Fang damit an, was du bist, was du wirklich willst, was dich im Herzen bewegt. Denn das, was dich im Herzen bewegt, ist das, was dich langfristig glücklich macht. Starten wir ein bisschen früher, nämlich als du ein Kind warst, weil alles beginnt in den ersten 3 Jahren. Sogar die Schwangerschaft ist ein wahnsinnig wichtiger Zeitpunkt. Aber alles beginnt in den ersten 3 bis 7 Jahren. Denn dort, du musst dir das so vorstellen, ein neugeborenes Kind ist wie eine Festplatte, die unbeschrieben ist. Und in den ersten 3 Jahren beginnen jetzt deine Eltern, diese Festplatte mit ihrem Zeug zu füllen. Das bedeutet, alles, was dieses Kind jetzt mitbekommt, ist das, was von den Eltern kommt. Sowohl das Gute als das Schlechte. Deswegen suchen sich Kinder, wenn sie dann älter sind, oft auch Partner, die ihren Eltern gleichen. Es gibt da ein tolles Sprichwort. Ich muss jetzt mal kurz schauen, ob ich es noch zusammenkriege. Es geht so, er wird seine Mutter heiraten, in der Hoffnung, dass sie sich nicht ändern wird. Sie wird sich aber ändern. Und sie wird ihren Vater heiraten, in der Hoffnung, dass er sich ändern wird. Er wird sich aber nicht ändern. Also denk mal drüber nach. Es geht darum, neugeborene Kinder, die Eltern mit der Erziehung, muss man an allen Seiten rumziehen und so weiter, hauen ihren ganzen Noise auf das Kind drauf. Und irgendwann fängt das Kind einfach nur an, das zu machen, was die Eltern von ihm wollten. Es wird also die Erwartungen an die Eltern gerecht. Jetzt ist aber die Frage, du bist ein Individuum. Es geht also darum, was du wirklich willst. Und ich komme jetzt hier mit dem mimetischen Begehren. Hier auf diesem Kanal geht es ja viel ums Thema finanzielle Freiheit. Vermutlich schaust du dieses Video auch, weil du dir denkst, du willst finanziell frei sein. Vielleicht siehst du hier die schönen Wellen im Hintergrund, traumhafter Strand und so weiter. Und denkst, das willst du auch. Den finanziellen finanziellen Druck zu entkommen und das zu machen, was du wirklich willst. Das ist in meinem Fall hier, Finanzeducation zu machen. Das bedeutet für mich, mein Warum im Leben ist, to give you the tools, so that you can live your dreams. Das bedeutet, mein Wissen mit euch zu teilen, so dass ein bisschen schnaufen, weil es geht schon recht steil hoch. Mein Wissen mit euch zu teilen, sodass ihr zu Selbstentscheidern werdet. Ich will, dass ihr aufhört, immer nur das nachzublabbern, was die Leute euch vorsagen. Ich will euch die Tools mitgeben. Entscheiden musst du selbst. Das ist das, was mir wichtig ist. So, mimetisches Begehren bedeutet, die meisten Menschen wissen gar nicht, was sie wollen.
weil sie nicht wissen, was sie wollen, kopieren sie einfach das, was ihr Umfeld will oder was ihre Bezugspersonen wollen. Deswegen ist Social Media so toxisch. Deswegen benutze ich weder Twitter noch Instagram, weil Instagram zeigt dir andauernd auf, was andere haben, weil du eigentlich gar nicht weißt, was du willst, kopierst dann, was die haben, rennst dein ganzes Leben an einem Irrweg hinterher, bis du irgendwann verstehst, das wollte ich eigentlich gar nicht. Das ist das Konzept des mimetischen Begehrens. Das macht deswegen unglücklich, weil du irgendwann merkst, dass du genau das, was deine Bezugsperson will, nicht haben kannst, weil sie es ja schon hat. Dann beginnt die mimetische Rivalität, ist ein Konzept von René Girard, französischer Philosoph, das mir einmal Andreas Beck in einem Gespräch, das wir gehabt haben, mitgegeben hat. Wahnsinnig interessant. Also das bedeutet, die meisten Menschen wissen gar nicht, was sie wollen, deswegen fang dort an. Überleg dir, was willst du eigentlich? Wer bist du? Du bist ein Individuum. Und es ist möglich, dass du deine Träume lebst. Als Individuum kannst du dich frei entfalten. Das heißt aber, dass du erst einmal die ganzen Dinge abwerfen musst, den ganzen Ballast über Bord werfen musst, den man dir eingetrichtert hat. Dieses Du musst eine Ausbildung machen, du musst studieren, du musst eine Lehre machen, du musst diese ganzen Themen machen, dass du ein toller Staatsbürger bist. Nein, du musst, bist dir selbst verantwortlich, niemand anderen, deiner Familie, deinen Freunden. Du musst das machen, was dich glücklich macht. Denn die Gesellschaft wird nicht Haftung dafür übernehmen, wenn du dein Leben lang unglücklich bleibst. Also, Angst. Die meisten Menschen leben ihre Träume nicht, weil sie Angst davor haben, Angst zu scheitern. Sie haben Probleme und deswegen Prokrastination, ne? Sie prokrastinieren. Das ist ein Wort, da habe ich manchmal Schwierigkeiten mit. Generell, Prokrastination ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ich habe einen Kurs dazu gemacht, wieso Leute Angst haben, wieso Leute prokrastinieren, warum Leute nicht das tun, was sie eigentlich tun sollten, weil die meisten wissen das, ja? Das hat eben viel mit der Angst zu tun. Und die Message, die ich hier an dich rausbringen will, ist, trau dich. Egal, es ist Wahnsinn, immer die gleichen Dinge zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Das bedeutet, wenn du unzufrieden bist mit dem Leben, das du gerade hast, ändere was. Wenn deine Ergebnisse sind nur die Konsequenz deines Tuns. Also musst du vielleicht die Inputs verändern, um andere Outputs zu haben. Ich würde die Leute kopieren, die das haben, was du bereits willst. Denn die haben das nicht, weil sie Glück gehabt haben. Natürlich ist Glück ein wichtiger Faktor. Timing ist der unschlagbare Faktor. Aber Können muss Timing treffen. Sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit auf Glück ist 1%. Naja, wenn du es 100 Mal probierst, wirst du einmal glücklich sein. Dann kommt die Welle. Ohne die Welle geht es nicht, aber sie kommt. Du musst sie provozieren. Deswegen sagt man, du bist dein Glückesschmied. Du musst dein Glück provozieren. Und dann kannst du alles erreichen und alles schaffen. Dieses Ich kann nicht, weil. Dann kommt die ganze Palette an Ausreden. Ich kann nicht heißt, der Preis ist zu hoch. Alles ist möglich. Die Frage ist halt, ob du diesen Preis bezahlen willst. Wenn du jetzt halt eine wichtige Arbeitsstelle erreichen willst, willst du die 80 Stunden die Woche arbeiten. Egal was du willst, es wird harte Arbeit sein. Aber die meisten Leute wollen eigentlich den Preis nicht bezahlen. Deswegen investieren die meisten auch in Kryptowährungen. Weil sie hoffen, ja, da haue ich jetzt mal 10.000 Euro rein. Dann kriege ich 1 Million raus. Das mag schon mal sein, das mag auch passieren. Dass du Glück hast und das dann genauso passiert, wird dich vermutlich auch nicht glücklich machen. Das sieht man auch bei Lottogewinnern, dass sie ihr Geld immer sofort verzocken und dann sehr, sehr unglücklich sind. Es geht darum, du kannst es schaffen. Definier erst, was du willst. Es beginnt mit dem Why. Warum tust du die Dinge, die du tust? Was berührt dich im Herzen? Was ist dein Warum? Andere Metapher. Was ist der Buchtitel deines Lebens? Denn die Ziele, die Kapitel sind, Ziele sind wichtig und gut. Auch viele Ziele, aber die Ziele erfüllen dich nicht. Die Ziele setzen die Bewegung in Gang, motivieren dich. Das, was dich erfüllt, ist dein Leben, das in Kongruenz mit deinen Werten definiert ist. Also definier doch erstmal, wer du bist. Dann, und das ist hart, musst du dich vielleicht mal einsperren für ein paar Tage, meditieren. Mal wirklich auf dich selbst hören. Nicht auf das, was dein Umfeld sagt, sondern was du sagst.
dann überleg dir, was sind meine Werte? Wenn du glücklich sein willst, brauchst du ein Leben, schon nur dabei, das sind oft Delfine, die springen immer in den Wellen. Wenn du glücklich sein willst, musst du etwas tun, das in Kongruenz mit deinen Werten ist. Reibung entsteht immer dann, wenn du Dinge tust, die nicht kongruent mit dem sind, was deinen Werten entspricht. Dann spürst du Reibung und Konflikt. Und dann überleg dir, warum hast du noch nicht angefangen? Deswegen dieser provokante Start in dieses Video. Warum lebst du noch nicht deine Träume? Vermutlich deswegen, weil du Angst hast. Ich kenne das, ich habe auch Angst. Jeder hat Angst. Ohne die Angst würden wir nicht überleben. Die Angst hält dich davor ab, dumme Dinge zu tun. Das Problem ist aber, dass die Angst dich dazu programmiert hat, in der Savanne. Hier sind übrigens Schlangen, ich muss auch immer aufpassen. Ich habe gestern eine Brown Snake gesehen. Braunschlange, zweitgiftigste Schlange auf der Welt. Einen Meter vor mir. Ich habe sogar zwei gesehen, auf einen wäre ich fast drauf gestiegen. Also man muss hier echt aufpassen. Wow, jetzt wird es wieder richtig schön. Also wo war ich? Die Angst. Du musst dich mit der Angst konfrontieren. Der Weg aus der Angst geht durch die Angst hindurch. Das bedeutet, du musst dich deiner Angst stellen. Du musst dir nicht ausweichen, sondern du musst durch die Angst hindurchgehen. Und das Schöne ist, wenn du Angst hast, du musst deine Haltung zur Angst ändern. Das bedeutet, bedank dich bei der Angst. Feel the fear and do it anyway. Das bedeutet, ja, ich habe Angst. Natürlich hast du Angst wie jeder andere. Es zeigt mir aber, dass ich gerade etwas Neues mache, dass ich aus meiner Komfortzone rausgehe, dass ich lerne, dass ich dieser Bubble entkomme. So, so wichtig. Es ist Wahnsinn, immer die gleichen Dinge zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Das bedeutet, wenn du deinen Traum gerade nicht lebst und unglücklich und zufrieden bist, dann veränder was. Du weißt vermutlich bereits, was du tun musst. Wir wissen es alle. Die Frage ist nur, warum schiebst du auf? Und Aufschieberitis hat ganz viel damit zu tun, dass Grundbedürfnisse gerade nicht befriedigt sind. Weil deine Grundbedürfnisse gerade nicht befriedigt sind, musst du gerade andere Dinge tun, weil du dich gerade... Du musst sozusagen gerade ums Überleben kämpfen, unterbewusst. Materiell hast du wahrscheinlich eh schon alles. Aber es geht hier immer um die psychologischen Dinge. Und dann musst du dich mal ein bisschen fragen, welche Bedürfnisse von mir sind eigentlich gerade nicht befriedigt? Wie kann ich die befriedigen? Ne, Maslow, geht's immer weiter, bis du irgendwann zur Selbstverwirklichung kommst. Deswegen ist hier finanzielle Freiheit so wichtig. Weil wenn du ums Überleben kämpfst gerade, weil du 40 Stunden die Woche, um die Miete zu bezahlen, hackelst, dann wirst du vermutlich nicht die Energie haben, um nebenbei ein Unternehmen aufzubauen, das dir dann die finanzielle Freiheit gibt. Aber dann denk halt wieder aus der Box, oder? Thinking out of the box. Es waren immer die Leute, die die Dinge gewagt haben, für die sich niemand getraut hat, die die Welt verändert haben. Und vielleicht musst du halt deinen Lebensstandard reduzieren. Vielleicht kleinere Wohnung, kleineres Auto, gar kein Auto. Vielleicht in Asien leben, in Bali oder weiß was ich. Es gibt so viele Möglichkeiten und es gibt einfach nur Ausreden. Deswegen sage ich auch gerne, Gewinner haben Resultate, Verlierer Gründe. Und für mich ist diese Sache so klar, die Message ist eindeutig. Du kannst es schaffen, jeder kann es schaffen. Die Frage ist nur, ob du willst. Und bei den meisten Menschen ist es halt so, dass sie erst dann was verändern, wenn sie es nicht mehr aushalten. Das bedeutet Lebenskrisen. Das sind immer die Momente, wo dann der Durchbruch passiert. Die Veränderung passiert dann, wenn du den Status quo nicht mehr ertragen kannst. Und vermutlich ist das eben bei dir gerade noch nicht der Fall, weil du bist ja noch lieber bekanntes Unglück als unbekanntes Glück. In dieser Hinsicht, ich habe jetzt halt auch was zum Arbeiten. War hier ein bisschen laufen, ein bisschen Coastal Walk, ein bisschen Aussicht genießen, im Meer baden und so weiter. Jetzt habe ich was zu tun. Ich habe hier eine ganz klare Message rausgebracht. Und ich freue mich, dass du hier dabei bist. Das bedeutet auf jeden Fall, wenn du hier die Videos ansiehst, bist du ja schon einer dieser wenigen, der sagt, ich will mehr. Ich will jetzt nicht einfach den nächsten Coin, um schnell rich zu werden. Ich will wirklich die Hintergründe des Investierens verstehen. Denn Kryptowährungen sind natürlich Nullsummenspiel. Und wer die Regeln nicht versteht, der bezahlt dann meine Rendite. Aber in dieser Hinsicht, ihr kennt es ja, ist Teil der Videos. Ich bin jetzt raus, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.